Hey, die Hobo-Zuckergenossen, hier ist Jack von Jack in the Game und ihr seht es gerade richtig und habt es richtig gelesen. Es ist Battlefield Hardline Closed Beta. Und wir werden mal ein paar Gameplays mal zusammenschustern hier und mal gucken, wie dieser neue Ableger von EA, DICE und Viscarol Gaming überhaupt sein wird. Ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen zuvor gespielt, ein paar Sachen freigeschaltet, umgeändert, aber wir legen trotzdem mal los. So, wir spielen diesmal als Polizisten, das ist super. Ja, einfach mal Deployment. Secure location. Package carrier down. Ach, die Action ist schon hier am Rummen. Ja, was kann ich jetzt über Battlefield Hardline sagen? Es ist das Räuber und Gendarme der Battlefield-Saga. Hierbei geht es darum, dass Gangster oder Banditen, Banditos gegen Polizisten antreten in verschiedenen Modi. Unter anderem heißt, wo es darum geht, verschiedene Geldsäckchen, wie ihr gerade hier seht, zu einem bestimmten Punkt zu bringen. Was kann man noch sagen? Jetzt kommt mal ein Modus Blood Money, den werden wir später auch noch angucken. Okay, gar nicht. Der ein bisschen, glaube ich, wie Dings sein soll. Wie Conquest oder ich glaube, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Okay, so. Back to Focus. Oder Focus back to Topic hier. Deploy. Wie eigentlich mit einem einzigen Klappen? Ah. Sieht besser aus. So muss das doch laufen. Pure Headshots. So, wir müssen natürlich jetzt mal Details verteidigen, den A-Punkt. Ach, die haben schon ein weiteres Paket gestohlen. So, ich hoffe, wir haben irgendwie abfangen gehen können. Die Map, die wir hier spielen, heißt High Tension, eine riesige Stadtmap. Und ich glaube, in anderen Gameplay-Szenen werdet ihr dann sehen, wie der Start so ist. Whoa. 16er3 für den Arsch. Oh, Sniper. Ah, das ist, da hockt die Sau. Da hockt die Sau, ey. Boah, Ryan Terrison, dein Arsch ist auf meiner Liste. Ich muss sagen, waffentechnisch, wenn ich ganz ehrlich bin, die haben ja echt einige drauf. Warte, also jetzt am modernen Waffen? Okay. Warum? Ah. Ich meine, technisch gesehen, es sind keine neumodischen Waffen, es sind wirklich jetzt aktuelle Waffen, die du. Ja, die wir im alltäglichen Einsatz von Action-Polizei-Filmen sehen, die sind alle dabei. Haben mehr Porno-mäßig geil. Guter Schritt da ist. Oh, und jetzt schon wieder ganz cool den Leck. Wir werden noch später die Grafik ein bisschen runterstellen anscheinend. Ich kämpfe hier wirklich gerade mit 30 FPS für euch. Ich muss halt die Aufnahme natürlich auf 30 FPS. Aber naja. Oh, knapp. Okay, ich werde mir jetzt richtig Noob tun. Oh. Get these fucking guys off me! You're fucking kidding me, oder? Das war ekelhaft. Das war echt verdammt ekelhaft. Wir können mal den Forster probieren. Den Forster, das ist ja. Ich kann mir ganz das nochmal ganz schnell erklären. Operator, Medic, Mechanic, Engineer. Enforcer ist der Supporter, Professional, Sniper. Hier stehen wir mal den Enforcer diesmal. In eine große Wumme ist immer wieder schön. Und ein Polizeiwagen. In der heutigen Zeit einiges zu bieten. Suspect package is clear. This is a code 3. Intercept the remaining package. Ich hab einen Fehler gemacht!
Wenn ihr jetzt gerade sehen würdet, was ich gerade mache, dann würdet ihr euch nicht freuen darüber. Denn ich zeige gerade wirklich zwei Mittelfinger auf diesen Gegner. Nee, Plan B. Wir können natürlich mal kurz gucken hier. Auch was wir umgeändert haben, ist ja, wie wir die Waffen hier kriegen. Wir schalten sie nicht frei, wir kaufen sie uns. Was ich ehrlich gesagt richtig hammergeil finde. Und da ich ein Shotgun-Noob bin, würde ich mal sagen, nehmen wir mal die hier und gehen mal rüber zum Impact. Oh, Impact. Here's some ammo! Okay, das haben wir noch nicht umgeändert. Schau. Okay, das ist ein Sniper. Wow. Das war ein Fail. Ja, aber es ist wunderbar, warum ich so eine leichte aufregende Stimme habe. Es ist wirklich der erste Tag der Beta. Es ist wirklich 1 Uhr morgens, wo ich gerade jetzt aufnehme. Am 6. wurde es ja erst veröffentlicht, Beta. Ich muss sagen, hammermäßig, bombensexy, super sexy, mega geil. Warum war ich gerade lecker? Alter, Rubberband. Rubber Ward. Minen. Okay. Ich gehe wieder zurück zum Medic. Das Medic habe ich deutlich mehr. Wobei, Gott, danke, dass du am Leben bist. Danke. Oh! Warum? Warum bin ich so blöd? So blind? Warum? Oh, ein Transport-Heli. Nice. Oh. Ja, sie haben es geschafft, die Beute zu stehlen. Wir sind im nächsten Gameplay-Abschnitt. Und dann ist auch alles gefixt. Also, bis gleich. Hey, what's up? Willkommen zurück. Hier ist Jack von Jack in the Game. Und weiter geht es mit diesem tollen Gameplay hier. Wobei, warum muss ich sagen, Intro, wenn es eigentlich schon... Ah, egal. Legen wir los. Hier sind wir, glaube ich, Terroristen im Nero. Ich habe meine Grafik ein bisschen runtergestellt. So. Das ist ein Startablauf, meine Herren. Okay, gut. Ganz schnell scharf machen hier. Break. Okay, what the fuck? Your car now! Take the wheel! Oh, wir haben es geschafft. Wir haben die Beute abgegeben. 1000 Punkte. Nice. Und genauso läuft der Mut eigentlich ab. Genauso muss der ablaufen. Oh, ich krieg Healing Points. Geil. Weiter geht's. Ich gehe diesmal als Mechanic unterwegs und werde mal meinem Team helfen. Ich hasse die M16A3. Ich bin schon am Battlefield 3 gehasst. Ganz ehrlich. So.
Nehme ich dich mit. Nee, schau's mal. Okay, gut. Ja, mal geschafft. Easy Mac! Wir haben 12 Minuten Zeit, das Paket zu stehlen. Okay, da hab ich. Gut, weiter geht's. Get up! Ah, diese Ratten. Diese vermaledeiten Ratten. Ah, die hocken aber überall. Muss man den lassen. Lass uns gucken, ob wir mal irgendwie eine Waffe noch umwechseln können hier. Nee, halt. Warte mal. Fällt mir was ein. Quatsch, zurück. Professional. Mal sehen, ob ich als Sniper gut tauge. Ich mich irgendwie in die Scout aus. Aus Counter-Strike irgendwie. Okay, gut. Ja, ihr seht, es ist alles hier begehbar. Es ist alles möglich. Es ist alles actionreich. Schaffbar. Get him off me! Shit. Pin down! Okay, ich sehe einen. Ich bin so eine Camper-Pussy. Komm schon. Oh, den ersten habe ich. Oh! Death Train schon wieder. Diese Ratte. G36 will ich mal probieren. Kann man da irgendwas drauf ändern? Ja. Wer sich wundert, warum ich keine. Warum ich generell nicht daran gucke, wegen blub Optics raufsetzen oder so. Optics schaltet ihr natürlich erst im Laufe der Zeit frei mit den Service Stars. Die haben eine neue Bewertung jetzt. Je mehr Service Stars, desto mehr Sachen auch freischalten für Teil. Mehr dazu später. Ach, komm schon. Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, die campen aber auch echt krass. Krass, ja. Ist irgendwie ein anderer Sniper hier? Ah, Quatsch, nein. Mann, ich möchte die Klasse wechseln. Zeiger, PTR, wow. Oh, Johnny. Das ist ein Bug. Oh, guck mal diesen Takedown an. Oh, mein erster Takedown. Geil. Don't mess with Jack. Was ist scheiße mit Snipern hier? Viel zu viele offene Ecken. Ups, und gerade ist mal irgendwas runtergefallen. 2 Sekunden, Jungs. So. Oh, wir fahren mit dem Sedan.
yours now. Wow, Johnny, Tech 9, mein Lieblingswaffe. Hey, hä? Ah, Netcode. Oder aber er hat mich doch gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Lol, what the fuck? Also, ihr habt das auch gerade gesehen, oder? Guy right here. Okay, der ist down. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Triple Kill in einer Streak, Alter. Tut mir leid. Da war gerade meine hysterische Seite wieder im Vorschein gekommen. Wir haben nur 6 Minuten, ey. Was gibt's eigentlich dafür Pistolen? Warte mal. Ach ja, hier. Kann ich jetzt zeigen. Ich habe auch hier schon einen zweiten Service da. Und dann kann ich jetzt auch die ganzen Sachen freischalten hier. Jetzt holen wir mal ein Holovisier her. Accessoire, kann man noch nichts holen. Barrel ist unten nix. Under Barrel, oh, Potato Grip. Potato Salad. Pistolen? Gibt's da noch nichts? Gadget One? Oh, da haben wir noch was. Na, die werde ich auf jeden Fall nehmen. Nee, warte mal. So, also, das ist First Aid Kit. Oh ja. Ja, wir nehmen den Revive mit. Und Gasgranaten. Ich würde sagen, das als. Gott, wir nehmen ein Messer. Ich bin an Battlefield daran gewöhnt. Messer. Alles andere ist die Waffe. Eigentlich das Q-Menü gedrückt, um Kommunikation zu machen. Aber okay. Wir sehen uns im nächsten Gameplay-Part. Willkommen zurück zum Gameplay-Part hier, zum Heist. Und wir sind jetzt Polizisten und werden natürlich, ja, polizeitechnisch bereitdrücken. Und dann geht's los. Geil ist ja jetzt, was mir gerade aufgefallen ist, wie gerade hier sieht bei der Maus, Players needed. Und dann kann man natürlich Ready drücken und dann geht's auch los, wenn alle bereit sind. Das finde ich richtig geil. Es gab immer dieses Problem, manche laden langsam, manche laden schnell. Dadurch kann man auf jeden Fall verhindern, dass sowas, ja, geexplodiert wird. So. Ah! Du Verfluchter! Also jetzt mal ernst, im Ernst, ey, verfluchter Wichser. Oh. Ich bin ein grässlicher Fahrer, gebe ich zu. Let's roll on these guys! Here, you take the wheel. Up, down. Oh, da war ja noch einer. Aber es war ein guter Start bis jetzt. Oh, die Bomben gehen hoch. Ficken. Ernsthaft? Oh, ernsthaft? Wow, stupid. Nee, ich schaff's lieber nicht. Denn Ex hat mir beigebracht, blame nie. Das kann nur ins Auge gehen. Okay, er ist down. I got a guy pinned down. Attention all units, head to the drop pod. We're gonna lose the package. Okay, das Revive. Back on, dude! Wow. Hey, Jungs, Revive! Revive! Ja, ich revive nie wieder.
müssen das Paket jetzt irgendwann stoppen. Es darf nämlich nicht am Abgabeort eintreffen. Wo ist der überhaupt Abgabeort? Oh. Hey, der schuldet mir was. Der schuldet mir echt was, der Typ. Komm schon, komm schon, komm schon. Überleb das, überleb das. Make it! Focus fire on that area. Ach, ey, ernsthaft? One pinned down. Help me out here. Make it for you. Trapped over here. Oh, dem schuldig was. Dem schuldig einen Langzeit-Blowjob. Welche Wall? Das sind ja Leute. Ich denke mal. Oh oh. Da ist noch ein Weg. Oh, wie die Brandgranate, das ist CS-Gas. Sie mal ran diesmal. Was kann ich jetzt? Oh, eine Stinger gibt's auch. Grappling Hook. Nein, 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 nein. Oh, ja. Damit werden wir auf jeden Fall mal böse Aua machen. Noch nebenbei noch sagen. Hm. Oh. Was fällt mir noch, was ich dazu sagen könnte? Ja, ich würde mal sagen, es würden nur 3 Game-Tests auf mich geben, vielleicht 4 für den Clan und zusammen zocke. 2 und halt separat heißt und jetzt halt heiß angucken und danach Blood Money. Ja, und dann heißt das mal abwarten bis 21. Oktober. Erst dann kommt ja Hardline noch wirklich raus. Jetzt haben wir wirklich der Release geplant. Ups. Auf halt. Wo ist der Wagen angehalten überhaupt? Wir wundern uns noch, dass keiner die Evolution aktiviert hat. Take this med kit. Da gibt's nämlich ohne Evolution. Ja, und zwar der Kran fällt um. Ah, ja, super. I'm alright. Kann man eigentlich irgendwo. Da kann man auch. Okay. So, ein Sprengkopf drauf.
oben mal aufpassen jetzt, Black Moon bekommen. Aber Maggie Weekend, dein Arsch ist noch nicht fertig mit mir. Ich glaube, ich bin als Enforcer unterwegs. Kann ich als Enforcer eigentlich noch alles so mitnehmen? Für Mobility Killer. C4. Alter, die gehen ja wirklich hier Richtung COD langsam hier. Riot Shield, nice. Torik, schnell. Das ist ja ein purer Häuserkampf. Oder Nahkampf, wie er sagt, das ist nicht Häuserkampf. Aber wir werden halt nur im Nahkampf sein. Suspect has stolen a package from the vault. Ernsthaft? Ey, ernsthaft? Oh, fick dich! Ja, leg dich hin wie ein dreckiger Hund. Ja, Self-Revive. Okay. Wir können jetzt wirklich Self-Revive einbauen. Ey, dann. Wow. So, was nenne ich meinen richtigen Deckungskampf hier? Oh, habt ihr das gesehen? Fuck. Der Typ ist abgehauen. Jetzt so ein 40-Minuten-Part hier. Aber naja, so sind nur manche Games. Aber mal gucken, wie der Transport hier wird. Wo er ist. Das fickt nochmal laufen. Hey, Medkit! Here it comes! Gut, alle Richtungen aufpassen hier. Nichts durchkommen lassen. Das wär's gewesen. Dieser Sprung geht die Geschichte ein, glaube ich. Oh, nee, oder? Ich wusste, dass es einer war, aber ich wusste nicht, wo der war. Also, wo der genau war, unten oder oben.
Down. Abgeordnet. Soul Drive for Ribbon gekommen, sehr schön. Zum Carrier, sauber, okay, mach immer. Suspects are in possession of the package and are headed to the drop point. Dann aufhalten, geht doch. So, noch zwei Tickets, sowas. Wir sehen uns natürlich dann im nächsten Gameplay-Video, wo wir uns dann Black Money angucken. Also, bleibt geschmeidig. Meine Jack.